Servus Freunde, herzlich willkommen zu Tag 2 hier aus Schulenberg. Ich würde mal sagen, wir fahren uns erstmal ganz entspannt warm und gucken mal, was heute so der Tag bringt. Ich nehme euch mit, viel Spaß, let's go! Ich habe einen Mückenstich am Arsch, der juckt, wenn ich mit einem Sattel da drauf sitze. Geil. Gleichzeitig. Bam, bam. Yeah. Lebt der Marsch! Wie eine Biene! Oder wie die Mücke! Nicht bremsen, nicht bremsen, nicht bremsen. Ah. Ich fühle mich gerade noch gar nicht wach. Du warst oberhalb zu schnell, Mann. Bist gesprungen? Jawohl. Stark, Junge. Perfekt rein, beide. So Freunde, nach einem ausgedehnten Mittagessen gehen wir auf den Hidden Track. Sind wir dieses Wochenende noch gar nicht gefahren. Die Jungs zeigen uns den mal. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern von damals, genau. Aber er war witzig und ruppig. Oh, ich hab gar keine Linie hier. Boah, Junge, ist aber geil. Ich glaube, ich gebe jetzt hier wieder auf die Sprünge. Boah, windig, Alter. Der kam böse. Junge, das war sketchy. Ich bin schon schief gelandet, muss ich sagen. Der Wind macht das Ganze echt gefährlich. Hoho, ich sehe gar nichts. Thank you.
Boah. Ich habe so gedacht, ich hätte hinten platt, aber ich bin einfach nur, glaube ich, in eine Erbode eingesunken. Gut weg. Auftrieb von unten. So Freunde, nächstes Mal. Ist ein bisschen zu windig heute. Wir decken gerade wieder die Sprünge ab und dann klippen wir noch ein bisschen. So Freunde, Sprünge sind wieder zu. Vielen Dank an die Schulenberg-Jungs, dass wir fahren durften. Genau. Nils Klaassen. Vielen Dank an Nils Klaassen, dass er so ein geiles Ding gebaut hat. Dass ihr so geile Typen seid und so geile Sprünge baut. Obwohl ich die nicht gesprungen bin, aber nur was zum nächsten Mal. Ja. Genau, nee. Bei dem Wind muss das nicht sein. Ist ein bisschen mies, wenn die Bögen kommen. Aber ja, blend euch mal hier noch eine Aufnahme von Steffen gestern einfach den ganzen Jumpline. Ich denke, ganz cool. Geil! Was ein Wochenende! Leb gut! Geil ist sowas! So Freunde, nach 5 Stunden Autofahrt weil in Kassel noch eine Stunde Stau war, sind wir zu Hause angekommen. Jannik ist zu Hause, ich stehe gerade zu Hause im Carport. War ein richtig cooles Wochenende. Ich hoffe, euch haben die ganzen 4 Videos gefallen zum Tag heute. Es war wild, es war windig, deswegen sind wir nicht mehr auf die Jumpline gegangen. Das war bei mir Risiko, nicht wert, bin ich ehrlich. Aber wir hatten sehr viel Spaß heute, gestern auch. Schulenberg war eine richtig geile Zeit. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder dort sind. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich natürlich freuen. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Haut rein, Freunde. Ciao.